Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute über einen Ramp-Up sprechen, den sicher der ein oder andere Achievement-Sammler sehnlich ersehnt. Und zwar ist der Peitschenstängel. Und den brauchen wir für den Erfolg Abenteurer des Sturmsangentals. Und ja, das ist der einzige, der mir noch fehlt und wahrscheinlich sehr, sehr vielen Leuten noch fehlt, denn es ist der einzige blöde Rare-Mob, den Blizzard eingeführt hat, der quasi von einer World Quest abhängig ist und nur bei einer World Quest auftaucht. Und zwar, ja, seit heute gibt es diese World Quest, seit heute um 9 Uhr in der Früh quasi. Und ich habe mich jetzt mal hier auf den Weg gemacht. Der befindet sich nämlich hier unten in der Höhle, da haben wir ihn nämlich, wo eigentlich ein anderer Rare-Mob drin hockt, einer von diesen hässlichen Schweinemenschen. Und jetzt ist es quasi so, solange die World Quest ab ist, gibt es diesen Rare Mob und der hockt jetzt quasi anstatt diesem Schweinemenschen-Typen hier in der Höhle drin. Sprich, solltet ihr das Achievement auch noch brauchen, wovon ich ausgehe, da er so meines Wissens nach auf EU-Server noch nicht ab war, solltet ihr heute noch am besten ja, hier dann mal den Besuch abstatten. Ich zeige es vielleicht nochmal auf der Karte. Die World Quest ist hier etwa bei den Koordinaten 47, 65 und da befindet sich quasi auch unser Ramp-Up. Und ich würde sagen, wir boxen den jetzt mal um. Die restlichen paar Leben hauen wir ihm noch runter. Zack! Da ist das Achievement und jetzt habe ich endlich auch mal alle Ramp-Ups umgehauen. Und ja, ich muss sagen, ich dachte eigentlich, dass Blizzard es ein bisschen besser gemacht hat jetzt in dem Add-on. Und nicht mehr diese Rare-Mobs so wie Legion von diesen World Quests abhängig macht, aber das ist das einzige Negativbeispiel. Alle anderen Rare-Mobs hatte ich, glaube ich, ohne World Quests schon beim Leveln bekommen. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen, der auch schon am Verzweifeln war, ob er den Rare-Mob jemals zu Gesicht kriegen wird, sei jetzt damit geholfen. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr mich gerne positiv bewerten. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.